In diesem Video zeige ich euch, wie ein kaputter Simmerring an meinem Saildrive-Getriebe mich zwingt, mein Boot wieder aus dem Wasser zu holen. Wir reparieren die kaputten Simmerringe an dem Saildrive und stellen nicht nur fest, dass ein ganz wichtiges Teil fehlt, sondern dass mein Saildrive im Gegensatz zu allen anderen seinen Kühlwasserzulauf auch noch an einer ganz anderen Stelle hat und die alten Kühlwasserzuläufe zugespachtelt sind. Während ich auf das Ersatzteil warte, poliere ich mein Boot, verpasse es einem neuen Namen, einen neuen Heimathafen und baue noch die Winschen zur Wartung aus. Leider hat das auch nicht ganz ohne Probleme geklappt. Aber seht selbst. Viel Spaß bei dem Video. Got no issues, it's kinda nice. Like running water into a paradise. Got no drama, feels like we arrived. So, wir slippen jetzt. Das ist, Nervositätslevel ist ganz oben, auf jeden Fall. Wir sind jetzt mitten auf dem Trailer hier drauf. Wir sind aus dem Wasser. Es scheint zu funktionieren. Krass. Ich glaube, es spielt keine Rolle, wie oft man das schon gemacht hat. Beim Slippen oder beim Kran ist immer eine gewisse Grundnervosität vorhanden. So, wir sind jetzt vom Bord gegangen. Sicherheit und so. Ja, und da geht sie jetzt mit gestelltem Mast nach oben. Und dann wird repariert gleich. So, wir haben jetzt hier schon die Sicherungsbolzen rausgenommen von den Propellern. Die große Anode ist weg, die kleine ist gelöst, aber die lässt sich noch nicht rausnehmen. Jetzt müssen wir gleich hier diese Sicherungsbolzen rausschlagen, damit wir die Flügel rauskriegen. Und dann später hier hinten den ganzen Propeller vom Schaft lösen. Und dann kommt uns das Öl entgegen. So, die Propellerblätter sind ab und jetzt haben wir quasi eine Sicherungsschraube und dann die große Mutter. Und dann können wir den ganzen Propeller abnehmen. Jetzt kann man schon diesen ganzen Johnny abnehmen. Perfekt. Kein Problem. Bis jetzt kein Problem. Ja, und hier hinter müssen die Simmerringe sitzen. Oh ja, jetzt kommt er. Ja. Ja, perfekt. Das ist keine Vertiefung, ist halt ja eine Laufzeichnung, ne? Aber es ist keine Vertiefung. Nee, da ist nichts drin. So, das sind die alten Simmerringe. So, nachdem wir gestern den Antrieb, also die Propellerwelle ausgebaut haben am Boot, habe ich erstmal gedacht, da ist keine Einlaufspur drin, weil, kann ich euch das zeigen, weil ist alles mit einer Hand. Dieser Teil hier war komplett eingesaut mit Dreck, genau wie der Rest von der Welle. Und jetzt sieht man hier doch ganz klar, dass da eine Einlaufspur ist. Das heißt, ich muss den äußeren Simmerring zur Seewasserseite um Millimeter versetzen, dass der quasi einen Millimeter weiter links von der ganzen Geschichte läuft. Also dann rutscht der von hier ungefähr nach hier. Da ist Platz genug drin dafür. Und dann liegt der wieder flach auf und dichtet wieder normal ab. Jetzt bin ich gerade dabei, den Rest sauber zu machen, unter anderem das alte Anti-Fouling. Ich verstehe es auch nicht, der Vorbesitzer hat das Weiße, ist ein spezielles, teures Propeller-Anti-Fouling. Das war da drauf und das dann später mit dem Selbstschleifenden wieder überzustreichen, ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Weil zum Beispiel das hier ist so ein Aluteil,
Da ist dann auch das Weiße drauf und dann ist das Selbstschleifende und das ist kupferhaltig. Und kupferhaltige Anti-Foulings haben auf Alu-Teilen am Cell Drive eigentlich nichts zu suchen. Wahrscheinlich ist die untere Schicht des Propeller-Anti-Foulings schützt das ganze Alu-Teil noch vor dem Kupferanteil. Aber ich werde das jetzt alles sauber machen und dann mit dem richtigen Anti-Fouling beschichten. So. Da das alles nicht so gut geht mit der Kamera, lege ich euch beiseite. Ist auch nicht so spannend. Ich schleife oder kratze das frei. Und ihr seht das dann, wie das aussieht, wenn es fertig ist und wieder zusammengebaut wird. Ich glaube, die kannst du auch mit Fett ein bisschen einsetzen. So, das ist jetzt der O-Ring unten drin. Klatscher voll, das ist doch sowieso abgedichtet. Hoffentlich, ne? Ja. Ey, das hält wieder ewig. Ich weiß nicht, ob ich die in 3 Jahren wieder wechseln soll, provisorisch. Pff, gucken wir. Der ist ja im Winter sowieso draußen, dann nehmen wir das Öl raus und gucken, wie es aussieht. Flutscht da so rein, ne? Mhm. Perfekt. Mhm. Rein. Alter Schwede. Sieben scheint gut zu sein. Mhm, auf jeden Fall. Sieben ist gut. Wie viel Newtonmeter? 7 müssten das wieder sein. Das war ja eine M6, ne? Ja. Ja, das geht, dann kriegen wir da rein. Kein Problem. Ja, warte mal, dann hängt der so. Ja, das muss jetzt sein. Kannst
einmal kurz rausnehmen, weil ich das Loch nicht sehe. Oder bist du schon drin? Der hat hier, heb mal an, damit das fährt einmal so. Also, wieso ist das lose? Gut. War das vorher auch lose? Nein. Da fehlt was. Da kann nichts fehlen. Kann nichts fehlen. Alt ist alles genau gleich. Ich bin jetzt einen Tag weiter. Das hat gestern nicht mehr geklappt, den Propeller anzubauen, weil der Propeller auf der Welle Spiel hat. Ich versuche euch das gleich noch einmal zu zeigen. Ich weiß nicht, ob ich es gestern aufgenommen hatte. Und zwar fehlt da eine Distanzscheibe und die muss schon vorher gefehlt haben. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der Simmering aufgegeben hat, weil die Welle dann nicht hundertprozentig gerade läuft, beziehungsweise da hinten an dem Propeller vielleicht eine Unwucht drin ist und so den Simmering kaputt macht, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall muss der Propeller fest sein, er darf kein Spiel haben auf der Welle und dafür muss eine Distanzscheibe eingesetzt werden. Als nächstes werde ich jetzt, weil ich mit der Welle nicht weiterkomme, die Klebebeschriftung, die alte, abnehmen. Dazu habe ich mir einen Heißluftföhn genommen und werde damit jetzt die Buchstaben abmachen. So, die erste Seite ist weg und die Hinterseite habe ich natürlich auch schon weg. Ich muss nun gleich mal sehen, dass ich mir von irgendwie ein bisschen Verdünnung oder Lösemittel leihen kann, um den Rest Kleber wegzumachen. Und jetzt hoffe ich, dass das nicht anfängt zu regnen, weil ich bin hier ohne T-Shirt hier. So, jetzt mache ich noch die andere Seite, dann ist das soweit fertig, dann kann ich anfangen zu polieren. Ich habe jetzt alles mit der Versiegelung poliert. Die ist jetzt noch drauf. Jetzt nehme ich wieder einen Lappen und trage quasi die überschüssige Politur ab, so gut es geht, um danach noch einmal rüber zu polieren. Ich glaube, man sieht das Ergebnis schon ganz gut. Ich bin jetzt mit der ersten Seite komplett fertig. Ich bin mega am Arsch und ich glaube mega dreckig. Ich weiß nicht, wie es im Gesicht aussieht. Ich habe mich noch nicht im Spiegel gesehen. Ich habe jetzt zwei Durchgänge. Einmal mit dem Lackreiniger. Also erst habe ich sauber gemacht, dann mit dem Lackreiniger und dann mit dem Finish. Das ist so eine Teflon-Beschichtung. Bla bla bla, wird nicht wieder dreckig angeblich. Ob das funktioniert, ist eine andere Geschichte. Das werdet ihr wahrscheinlich irgendwann später mitkriegen. Ich zeige euch jetzt erstmal die Seite, die ich noch nicht gemacht habe. Das ist hier oben. Ich denke, man sieht da die Läufer, die Wasserläufer. Je nach Lichteinfall. Hier ganz deutlich der alte Name, Rio. Und da ist ein Kratzer drin, der war vorher nicht, ich weiß nicht, wo der herkommt. Irgendwas Weißes muss ich berührt haben. Und das ist quasi die neue Seite. Hier war auch der Name Dreo. Ich weiß nicht, ob ihr ihn überhaupt noch seht. Ich sehe ein ganz klein bisschen das I, ganz, ganz leicht. Das sieht ja auch je nach Lichteinfall alles ein bisschen anders aus. Und das Heck ist auch zur Hälfte fertig. Da sieht man noch die alte Segelnummer vielleicht, wenn das Licht richtig reinfällt. Ich mache jetzt Feierabend, räume zusammen, das ist mittlerweile 8 Uhr. Ich hoffe, dass ich morgen meinen Propeller zusammengebaut kriege, dass ich vielleicht doch noch Montag ins Wasser kann. Bevor ich aber wieder bei dem Seldorf beiging, habe ich als allererstes den neuen Heimathafen und den neuen Bootsnamen angebracht.
So, der neue Name ist jetzt auch dran. Und das hier ist der gute Distanzring, der dann da genau raufpasst. Und der fehlte. Das Ganze schön mit dem Schlagschrauber. Okay. Ich hatte schon geguckt, wir können das Öl hier nicht komplett richtig einfüllen, ne? Nee. Weil der schief steht. Der kippt nach vorne. Ach so. Geil, sieht der Propeller jetzt wieder frisch aus. Ich habe mir den Propeller jetzt richtig abgeklebt, damit ich das kupferhaltige Anti-Fouling, was doberweise vom Vorbesitzer auch auf den Saildrive lackiert wurde, dass ich das wieder runterkriege. Hier unter ist noch eine weiße Grundierung, es kommt teilweise aber auch das Alu durch. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin mir ziemlich unsicher, wie man mit so einem Saildrive vorangeht. Ich habe keine Lust, dass der mir irgendwie weggammelt, weil das wird bestimmt eine teure Angelegenheit. Und dann habe ich noch eine Frage an die Spezies unter euch. In jeder Bedienungsanleitung, die ich finden konnte, hat der Saildrive vom Yanmar, das ist ein SD20, auf dieser Seite die Wassereinläufe. Hier ist so eine Riefe, wo eins hätte sein können. Bei mir ist der Seewasserzugang hier unten. Hat das schon mal jemand von euch gehabt? Schreibt mir mal was in die Kommentare, wer mir dazu was sagen kann, warum man sowas macht, wie sowas gemacht wurde. Ja, generell, also es kommt ja oben Kühlwasser an, der muss ja ansaugen, aber es ist halt schon komisch, dass das hier irgendwie anders ist als bei allen anderen Schiffen. So, das checke ich halt nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Okay, ich mache erstmal weiter. Teilweise schon durchgekommen. Das hier ist doch ein alter. Das sind doch die alten Kühlwassereinschlüsse. Hier sind nicht gespachtelt. Ich habe jetzt ein bisschen weiter runtergeschliffen und man sieht ganz gut, dass das Anti-Fouling ziemlich weit runter geht. Und ich glaube, hier sind die alten ehemaligen Kühlwassereingänge. Das sieht so aus, als ob die zugespachtelt sind. 1, 2, 3, irgendwo muss ein dritter sein. Und dass man dann nur noch den verwendet. Ich hoffe, einer von euch kann mir sagen, warum das so ist, warum man sowas macht, ob das Sinn macht. Also es funktioniert, es kommt genug Kühlwasser an. Ich habe jetzt alles soweit runter von beiden Seiten. Ich werde das Ganze jetzt mit Lösemittel eben einmal entfetten und reinigen. Und dann habe ich hier, danke an Lars, einmal Prop Spray als Grundierung und danach Trilux Propodev. Damit werde ich dann das Anti-Fouling neu machen auf dem Saildrive und dann kann ich guten Gewissens morgens ins Wasser gehen und weiß, dass damit eben Kupfer nichts passiert. Mich würde interessieren, was hättet ihr gemacht? Hättet ihr das genauso gemacht? Hättet ihr das gelassen und gesagt, passiert nichts, weil es ja eine Grundierung drüber? So, der Saildrive ist soweit vorbereitet. Ich habe mir das oben so ein bisschen abgeklebt.
Ich musste die Dose 2 Minuten lang schütteln. Jetzt mache ich den ersten Auftrag aus 15 bis 20 Zentimetern. Dann 5 Minuten warten, zweiten Auftrag, dann 2 Stunden härten lassen. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Fangen wir mal an. So, ich habe jetzt schon die 2. Schicht von der Grundierung, von dem Prop Spray drauf. Sieht ziemlich gut aus. Das Ganze muss jetzt 2 Stunden aushärten und danach kommt das Anti-Fouling drauf. Wir warten jetzt, machen was anderes. Ich glaube, ich werde die Winschen warten oder irgendwas sauber machen oder polieren. Ich weiß es noch nicht genau. Für heute war eigentlich kein Regen angesagt, aber jetzt hagelt das. Und es ist jetzt auch das 3. Mal, dass es regnet. Das ist natürlich nicht das geilste Wetter, um hier draußen am Boot zu arbeiten. Aber ja, ich habe keine Wahl. Ich muss fertig werden. Ich muss rein ins Wasser morgen. Und bis dahin muss der Kollege fertig sein. Und darauf muss ich jetzt warten. Aber ich glaube, das hört gleich wieder auf. Da ganz hinten wird schon wieder blau. Ich nehme jetzt in der Zwischenzeit die Winschen auseinander. Alter. Das sieht alles nicht mehr so schön aus. Vorsichtig. Nein. Ach, hoffentlich ist das jetzt nicht kaputt gegangen. So, jetzt gehe ich erstmal klettern und gucke, ob das andere Nadellager heil ist. Jetzt war ich so konzentriert darauf, dass mir die Federn nicht rausfliegen, dass mir das Nadellager rausgeflogen ist. Und hier unten fehlt jetzt ein Stück. Ich versuche das Plastik zu finden und ob ich das danach vorsichtig bei mir zu Hause wieder einkleben kann. Oder ob ich es einfach so wieder einsetze. Aber so wie es aktuell aussieht, finde ich das Stück gar nicht, was hier runtergefallen ist. Ich habe das Stück wiedergefunden und wenn man hier ganz genau guckt, sieht man das fast. Da ist der Bruch, hier an der Stelle. Ich denke, ich kriege das wieder eingeklebt mit Epoxy, dass ich das dann weiterverwenden kann, ohne dass das Nagellager kaputt geht. Ich werde den Rest jetzt auseinanderbauen und das dann erstmal sauber machen und das muss ich mit nach Hause nehmen. So, jetzt tragen wir mal die 1. Schicht Prop-O-Dreff auf. So, das ist jetzt der Sail Drive und der Propeller nach der Überarbeitung. Der Propeller sieht so ein bisschen schmierig aus, weil ich den eingefettet habe. Überall. Es läuft alles wieder richtig schön rund. Der Sail Drive, kein kupferhaltiges Anti-Fouling mehr. Alles schön glatt. Die Anoden sind noch die alten. Ich denke, die halten noch die Saison durch. Da mache ich mir jetzt keine Gedanken. Die hier sieht noch richtig gut aus. Die hier ist ein bisschen angefressen. Aber das wird, denke ich, alles gut sein. Ja, ich werde nochmal ein Vorherbild mit einblenden. Dann seht ihr, wie das vorher aussah. Ich denke, das ist richtig schön geworden.